Sie schlugen die ganze Zeit auf den Tisch und drohten mich zu erwürgen, wenn ich nicht die Wahrheit sagte. Fatma und ihr Mann saßen in derselben Wagenkolonne wie die Frau und die Kinder des Terrorverdächtigen Fazul Abdullah. Sie alle wurden zum Flughafen von Nairobi gebracht und in einer der African Express-Maschinen nach Somalia geflogen. Am Flughafen bekamen wir Handschellen angelegt und unsere Kopftücher wurden uns über die Augen gezogen. So. Den Männern wurden Kapuzen aufgesetzt. Die Kinder weinten die ganze Zeit und riefen: Wir wollen nach Hause, wir wollen nach Hause. In Mogadischu wurden sie 10 Tage lang festgehalten. Dann erneut weitergereicht, dieses Mal nach Äthiopien. Nach mehreren Tagen wurde Fatma aus ihrer Zelle geholt und einigen Amerikanern vorgeführt. Ich wurde zum Verhör gebracht. Sie nahmen eine Speichelprobe und meine Fingerabdrücke. Die anderen Frauen in meiner Zelle wurden öfter verhört als ich. Sie erzählten mir, dass sie nach ihren Männern gefragt wurden. Die Amerikaner wollten wissen, ob ihre Männer bei Al-Qaida waren. Eine von Fatmas Mitgefangenen war schwanger. Nach 2 Wochen brachte sie ein Kind zur Welt. Das erste Kind, das im Rahmen des Entführungsprogramms geboren wurde. Ihre Wehen setzten mitten in der Nacht ein. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo dann das Baby kam. Danach musste sie wieder ins Gefängnis. Wissen Sie, wie das Kind hieß? Twala. Nach 3 Monaten in Haft wurde Fatma ohne Anklage entlassen und zu ihrer Familie in Tansania zurückgeflogen. Ihr Mann und mindestens 70 andere Gefangene sind immer noch in äthiopischem Gewahrsam. Addis Abeba, die Hauptstadt von Äthiopien. Nach Angaben der Regierung unterstützen islamistische Terroristen aus Somalia in Südäthiopien eine gewalttätige Separatistenbewegung. Aus äthiopischer Sicht ist das Eingreifen in Somalia Teil des globalen Kriegs gegen den Terror. Irgendwo hier haben amerikanische Agenten die aus Kenia und Somalia weitergeleiteten Gefangenen verhört. Äthiopische Stellen bestätigten, dass man 41 internationale Terrorverdächtige in Haft halte. Das heißt, über das Schicksal von 40 Passagieren der Geisterflüge herrscht Unklarheit. Unter ihnen mindestens 11 Kinder. Wir legten unsere Recherchen Ministerpräsident Meles Zenawi vor, der Äthiopien seit 1991 regiert. Sie müssen verstehen, mit welcher Art Feind wir es in Mogadischu und Somalia zu tun haben. Das sind internationale Terroristen, die mit ihren Familien in Somalia Zuflucht gesucht haben. Sie finden die Frau, aber nicht den Mann. Die Frau flieht und sie wissen nicht, ist sie einfach nur eine Ehefrau oder eine Mitkämpferin. Also, sie flieht, wir fassen sie, wir setzen sie fest. Wir durften die Gefangenen nicht besuchen. Aber die Regierung überließ uns Aufnahmen ihrer staatlichen Fernsehgesellschaft. Alle Inhaftierten schienen überaus bemüht, ihre Bewacher im besten Licht zu schildern. Overall treatment is good. Overall treatment is good, no problems. Just fine, I'm feeling good and they're treating us good. Good food. The treatment has been very good. No problem. Good, good. Are you sure? No, good, good. Okay. Have you faced any torture or mistreatment? No. Wir erfuhren später, dass den Gefangenen gesagt wurde, sie würden freigelassen, sobald sie sich vor der Kamera geäußert hätten. Tatsächlich wurden sie umgehend wieder ins Gefängnis gebracht und weiter verhört. Aber würde der Ministerpräsident bestätigen, dass die Verhöre von Amerikanern geführt wurden? Jeder hat Zugang zu diesen Inhaftierten.
Nicht nur die Amerikaner. Jeder, der etwas über sie weiß und Fragen stellen will. Wir fanden heraus, dass jeden Tag Gefangene zu einer privaten Villa gefahren wurden, um dort von den Amerikanern verhört zu werden. Aber auch durch Angehörige von Nachrichtendiensten aus Großbritannien, Frankreich, Libyen, Israel und Schweden. Have you faced any torture? No, nothing, nothing. No, nothing. Dieser Mann, ein schwedischer Staatsbürger namens Munir, wurde am 18. Mai 2007 ohne Anklage freigelassen. Später beschuldigte er seine amerikanischen Vernehmer, ihn misshandelt zu haben. Have you faced torture or mistreatment here in Ethiopia? No, no, no. Dieser Mann, ein Tunesier namens Adnan, wurde ebenfalls ohne Anklageerhebung freigelassen. Seine Frau, die mit ihm inhaftiert war, bekam am Tag nach ihrer Freilassung ein Kind. Adnan zeichnete für uns eine Aussage auf, in der er die Behandlung durch die amerikanischen Vernehmer beschreibt. Einer der Amerikaner war ein Schwarzer. Er schlug die Gefangenen regelmäßig, ein großer, starker Kerl. Sie wollten mich zwingen, irgendetwas zu gestehen. Als ich mich weigerte, wurde ich in einen anderen Raum geführt. Sie fesselten mir die Hände auf den Rücken und verbanden mir die Augen. Dann musste ich barfuß 6 Stunden so stehen. Dann sagte einer, du bist ein Verbrecher, ein Mörder. Du wirst angeklagt, dann wirst du hingerichtet. Das FBI und der CIA leugnen den Einsatz unzulässiger Verhörtechniken. Insgesamt wurden in äthiopischer Haft 4 Kinder geboren. Mindestens 29 Passagiere der Entführungsflüge sind immer noch vermisst. Die Bush-Regierung und ihre Unterstützer argumentieren damit, dass die Bedrohung durch Al-Qaida seit dem 11. September extreme Maßnahmen rechtfertigt. Diese Leute sind Mörder. Sie würden uns massenweise abschlachten, wenn sie könnten. Das ist keine Schachpartie oder ein akademischer Disput. Das ist die Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit bedeutet, dass Tausende ihrer Freiheit beraubt wurden. Bei vielen erwies sich der Terrorverdacht als unbegründet. Wir haben da etwas Furchtbares angerichtet. Für die Menschen, die betroffen sind, für unser Land, für unseren Ruf, für unser Ansehen in der Welt. Das alles ist ungeheuer schädlich gewesen. Kidnapping, Folter und die Fortsetzung der Rendition-Praxis in Afrika. Für einige eine legitime Taktik im Krieg gegen den Terror. Aber sie beschwören die Gefahr herauf, dass eine neue Generation bereit ist, gegen die USA und ihre Alliierten in den Kampf zu ziehen.